Und zugeschaltet ist jetzt der Diplomat und frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger. Herr Ischinger, ich grüße Sie. Ja, guten Tag. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat jetzt also mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier telefoniert und die gesamte Staatsspitze nach Kiew eingeladen. Ist der diplomatische Zwist der vergangenen Wochen damit aus der Welt geschafft? Ja, ich hoffe schon sehr. Ich denke, wir können alle hoffen, dass dieses Ärgernis damit aus der Welt geschaffen ist. Das ist ja nun wirklich völlig unnötig gewesen und stand im Weg einer Konzentration auf das wirklich Notwendige, auf die Zusammenarbeit bei der Abwehr dieses brutalen russischen Angriffskriegs. Also ich bin sehr erleichtert über diese Nachricht und hoffe, dass nun rasch in eine konkrete Planung eingetreten wird, wobei es aus meiner persönlichen Sicht egal ist, ob jetzt erst der Bundeskanzler oder erst der Bundespräsident reist. Wichtig ist, dass diesen Reisen aus ukrainischer Sicht nichts mehr entgegensteht. Das ist der entscheidende Punkt. Jetzt haben wir die Gestaltungsfreiheit auf deutscher Seite. Es heißt etwas flapsig, in Kiew wird man nur empfangen, wenn man auch etwas mitbringt. Was müsste Bundeskanzler Scholz denn demzufolge mitbringen in seinem Gepäck? Also ich glaube, damit sprechen Sie eine Lage an, die tatsächlich in den letzten Wochen bestanden hat. Als der Eindruck, egal ob jetzt richtig oder falsch war, als jedenfalls der Eindruck entstanden war, die Deutschen tun sich schwer, Entscheidungen zu treffen, Stichwort Waffenlieferungen und so weiter. Diese Entscheidungen sind ja auch nun getroffen worden. Der Bundestag hat sozusagen haushaltspolitisch den Weg dafür freigemacht. Wir haben jetzt nicht mehr diese schwierige Debatte, ob das nun richtig oder falsch ist, bestimmte Waffenkategorien zu liefern oder nicht zu liefern, Stichwort Defensivwaffen. Also ich glaube, die Bundesregierung ist jetzt nicht mehr in Nöten und ist auch nicht mehr in Erklärungsnot, was sie mitbringt. Sie hat schon viel angekündigt. Sie ist im Prinzip und ganz konkret dabei, weitere Geräte, weitere Ausrüstungsteile. Es ist ja jetzt auch die Rede von ganz modernen Radaranlagen, die sehr wichtig sind bei dieser Art der Kriegführung. Also ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass hier ein zusätzliches Vorabgeschenk notwendig ist. Die Bundesregierung steht inzwischen, vor 3 Wochen hätte ich das so nicht sagen können, aber steht inzwischen doch gut da, verglichen mit uns vergleichbaren Partnern. Jetzt hat Russland ganz aktuell vor diesem Hintergrund in Kaliningrad einen Atomwaffenangriff simuliert. Ist das mehr als nur Säbelrasseln vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine? Es ist ja nicht das erste Mal, dass verbal die Existenz des russischen Nuklearpotenzials erinnert wird. Und Putin selbst hat ja durchaus kräftige Worte gewählt, hat gedroht, man könne sozusagen alle ruckartig auslöschen, die sich Russland entgegenstellt. Das ist Teil der psychologischen Kriegführung und jeder russische Beobachter wird sozusagen erfreut feststellen können, dass das seine Wirkung ja auch nicht verfehlt. Gerade insbesondere auch in der deutschen Öffentlichkeit sind Ängste entstanden. Ich denke, und ich halte mich an den offenen Brief, den ich wie viele andere deutsche Politiker und Intellektuelle unterschrieben haben. Ich glaube, dass unser richtiger Umgang mit solchen verbalen Drohungen der Versuch ist, durch eine möglichst glaubwürdig fortgesetzte Politik effektiver und glaubwürdiger Abschreckung dazu beizutragen, dass man auf russischer Seite von mir aus verbal droht und über diese Möglichkeit redet, um Ängste zu verbreiten, dass man aber nicht konkret an den Einsatz nuklearer Waffen denkt, weil das nicht wirklich im russischen Interesse liegen kann.
Ich würde noch mal gerne auf den Brief eingehen, den Sie da mit unterschrieben haben. Wenn aber jetzt Wladimir Putin durch westliche Waffenlieferungen immer stärker in Bedrängnis gebracht wird, wird er dadurch nicht auch unberechenbarer? Naja, ich würde sagen, umgekehrt wird auch ein Schuh draus. Schauen Sie, wenn wir jetzt den Vorschlägen, die es in den letzten Tagen in Deutschland ja auch gegeben hat, denken Sie mal an den anderen offenen Brief von Alice Schwarzer und anderen, wenn wir solchen Vorschlägen gefolgt wären, dann hätte man ja in Moskau sagen können, offensichtlich ist man im Westen bereit, die Hände in den Schoß zu legen und uns den Sieg in der Ukraine, den Sieg über die Ukraine zu ermöglichen. Und dann können wir, Moskau, uns der Verfolgung der weitergehenden Ziele widmen. Wissen Sie, ich glaube, wir haben eins gelernt. Wir haben gelernt, dass wir das, was Putin so sagt und schreibt, dass wir das tatsächlich darauf abklopfen müssen, was da an Wahrheitsgehalt dahinter steckt. Er hat geschrieben, schon vor Monaten, dass er eigentlich die Lage in Europa in das Jahr 1997 zurück abwickeln möchte. Was heißt das denn, wenn Sie ein Pole wären oder ein Bulgare oder ein Rumäne oder ein Este, dann würde das für Sie bedeuten, also Schluss mit der NATO-Erweiterung, Schluss mit dem Schutz durch den Westen, Auslieferung meines Landes an eine Dominierung, an eine Unterwerfung durch die frühere Sowjetunion, durch Russland. Mit anderen Worten, wenn wir nicht der Ukraine jetzt mit den Möglichkeiten helfen, die wir zur Verfügung haben, dann würden wir ja geradezu eine Einladung aussprechen an die russische Seite, dieses sämtlichen völkerrechtlichen Grundsätzen, sämtlichen gemeinsam vereinbarten Prinzipien europäischer Friedensordnung widersprechende Politik fortzusetzen. Das kann ja wohl wirklich nach allem, was mit dem Holocaust und so weiter seitens Deutschlands im 20. Jahrhundert passiert ist, nicht Gegenstand und Ziel deutscher Politik sein. Vielen Dank, Wolfgang Ischinger, ehemaliger Staatssekretär im Auswärtigen Amt und früherer Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Dankeschön. Vielen Dank.